Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel EC Harzer Falken gegen den Adendorfer EC. Das erste Playoff-Halbfinale geht mit dem Endstand von 4:3 nach einer Overtime zu Ende. Also wir haben über 80 Minuten Eishockey heute gesehen hier im Stadion. 4:3 siegen die Harzer Falken. Bei mir ist der Trainer des Adendorfer EC, Troy Stevens, der Trainer der Harzer Falken, Josef Puttatsch, und unsere Nummer 42, Petre Chalupka. An alle, die heute einen Krimi-Abend im Ersten gucken wollten, ihr habt heute hier richtig was verpasst. Und damit übergebe ich einmal an Troy. Troy, wie fandest du das Spiel denn heute gegen die Harzer Falken? Ja, zuerst guten Abend zusammen und Glückwunsch zum Sieg. Ja, es war ein sehr spannendes Spiel. Wir haben sehr gut angefangen und in dem zweiten Drittel haben wir ein paar Fehler gemacht. Wir haben es ausgenutzt. Es war ein guter dritter Drittel für beide Mannschaften, meiner Meinung. Und dann leider in der Overtime haben wir verloren. Aber ganz ehrlich, es war ein gutes Spiel. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Und ich hoffe ein bisschen besseres Outcome nächste Woche. So, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Troy. Josef, dein Statement zu diesem Spiel? Auch erstmal guten Abend allerseits. Ja, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, in den Spiel reinzukommen. Wir haben gesehen, dass Adendorf noch im Lauf war vom Freitag. Und das haben wir wirklich 20 Minuten, also oder haben wir es uns schwer getan. Im zweiten Drittel, da haben wir richtig Gas gegeben. Und diese Tor zum Schluss, 6-5, es kann immer passieren, es ist da immer ein Spieler mehr auf dem Eis. Trotzdem muss ich sagen, in Verlängerung, denke ich, hatten wir mehr Kraft und haben wir ordentlich Druck gemacht. Das Tor konnte auch ein bisschen früher fallen, hat es aber nicht, aber wir sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und das zählt eigentlich im Playoff. Ist egal wie. Sieg ist Sieg. Dankeschön. Petre, wie war das Spiel für dich? How was the game for you today? We didn't start good, first period. We did some turnovers and Adendorf is a good team. But overall we showed that we are so good team. And we will have to start better on Friday in Adendorf. And we will have to prove that we are better and win second game. Also er hat gesagt, dass das erste Drittel nicht ganz so gut war. Im zweiten Drittel hat man dann deutlich besser gespielt. Und er freut sich natürlich dann auch auf das nächste Spiel am Freitag, wo man jetzt die Kraft aus der Overtime und auch aus dem zweiten Drittel mitnehmen muss, um dann ein erfolgreiches Spiel in Adendorf zu sehen. Troy, bei euch habt ihr auch ein super Halbfinale dann gespielt, habt da Salzgitter ja rausgeschmissen. Ist denn jetzt Braunlage euer Wunschgegner oder hättet ihr euch vielleicht dann doch wen anders gewünscht? Ja. Heute nicht. Liebe gegen Wunsdorf, aber es ist. es ist so. Wir haben keinen Wunschgegner. Es ist. Braunlage war die beste Mannschaft diese Saison und wir waren Vierte. So. Ist eigentlich egal, gegen wem du spielst in den Playoffs, aber ich schaue nach vorne und hoffe ein besseres Outcome nächsten Freitag. So, danke. Danke. Josef, am nächsten Freitag spielen wir dann in Adendorf. Dort können wir dann den Einzug mit einem Sieg ins Finale feiern. Jetzt war das heute natürlich ein sehr, sehr enges Spiel und wir haben erst in der Overtime dann wirklich den Knoten zum Platzen gebracht und den Sieg heute eingefahren. Wie ist es denn jetzt für die Mannschaft dann gewesen in dieser Unterbrechung nach dem dritten Drittel, wo es 3-3 stand? Und wie war denn das in der Kabine, die Stimmung in der Mannschaft? Und was geht dann halt in Köpfen vor und was gibst du der Mannschaft mit? Ja, also alles kann ich natürlich nicht erzählen, aber es ist halt so, dass man muss immer positiv denken. Weil wenn man nur ein bisschen negativ ist, dann hat es auch Auswirkungen auf dem Eis und so können wir eigentlich nicht denken. Wir haben uns ein paar Sachen gesagt in der Kabine und ich denke, dass wir dann gezeigt haben in Overtime, dass wir es schaffen können, haben wir das gemacht, auch gemacht. Dankeschön.
Gibt es denn hier Fragen aus der Runde? Ist heute nicht der Fall. Ja, gerne. Ein bisschen mehr erwartet von Ronneuer. Also ich bin seit 100 Jahren hier gewesen. Ich dachte, die Namen, die ich so kenne, sind geil. Und sie hat mir schon gedacht, dass sie klar sind. Also ohne Adler nahe zu stehen. Mhm. Aber okay. Ist das so? Frage an Trainer Josef? Ja. Immer, ja. Alles klar, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera zu hören ist. Die Frage war, ob man vielleicht nicht höher hätte gegen Adenhoff gewinnen müssen und das jetzt nicht in einer Verlängerung entscheiden hätte müssen. Wie ist da dein Statement zu? Will es vielleicht jemand anders beantworten? Es ist Playoffs. Adendorf ist auch eine gute Mannschaft, super Mannschaft, denke ich. Also in Playoffs zählen einfach nur Siege. Ist egal wie und ob wir gewinnen 8-1 oder 4-3 nach Verlängerung, ist es eigentlich Wurst. Wichtig ist der Sieg. Das stimmt, den konnten wir heute feiern und haben damit den ersten Schritt Richtung dem Ziel der Meisterschaft schon mal Genüge getan und hoffen jetzt natürlich am Freitag dann auch in Adendorf den Einzug ins Finale zu feiern. Ja, gibt es weitere Fragen hier aus der Runde? Uwe? Das war heute Werbung für das Harzer Eishockey, beziehungsweise für das Andorfer Eishockey. Das war heute ein Top-Spiel von beiden Mannschaften. Bin ich der Meinung? Ja. Dem bleibt, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Also das war heute echt Werbung auch für Eishockey und für die Regionalliga Nord von beiden Mannschaften. Ein Weltklasse-Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht, heute zuzuschauen. Gibt es noch Fragen hier aus der Runde? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir jetzt zum Lieblingsteil der Pressekonferenz. Den haben wir uns, glaube ich, auch alle heute verdient. Philipp, du bist ja auf jeden Fall dabei. Philipp Grittner, der Torwart des Adendorfer EC. Einmal für dich. Josef? Bitte trinken. Ah, okay. Gut. Kein Problem. Dann stoßen wir einmal ein. Auf das heutige Spiel. Prost. Die Harzer Falken bedanken sich heute bei 854 Zuschauern. Das nächste Spiel der Harzer Falken ist dann am kommenden Freitag in Adendorf. Und sollte es ein Spiel 3 geben, ist das dann den Sonntag da drauf, also nächste Woche Sonntag, hier wieder am Wurmbergstadion. Bis dahin habt eine schöne Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag in Adendorf. Bis dann.